Heute ein Gast bei mir, den viele von Ihnen kennen, der auch gerade einen neuen Bestseller geschrieben hat, Peter Hane, nicht auf unsere Kosten. Ich habe ihn schon lange hier in die Sendung kriegen wollen. Heute hat es endlich geklappt. Ich habe schon gedacht, eigentlich, vielleicht kann ich es versuchen, dass wir das auf YouTube zeigen, weil er hat sehr viel, wir haben über die Medien gesprochen, über die Eliten, die den Kontakt zur Realität verloren haben, was denn los ist mit den Kollegen. Und dann kommt er mir mit einer Geschichte, dass er im Krankenhaus mit einem Professor war, der sein Berufsleben sich auch mit Masken beschäftigt hat. Und dann sagte er Dinge, wo ich dann sagte, ja, Herr Hane, jetzt können wir nicht mehr auf YouTube gehen. Sehr, sehr spannend, was da zu den Masken gesagt wurde. Auch dieses gesamte Gespräch. Und ich muss sagen, ich kritisiere ja heute die Öffentlich-Rechtlichen sehr. Und wenn ich jetzt Herrn Hane hier im Gespräch hatte, dann muss ich sagen, allein schon dafür, dass sie solche Journalisten hervorgebracht haben, muss man sagen, dieses System hat seinen Wert an sich, wenn es nicht so pervertiert ist wie heute. Aber jetzt, er kann das viel besser als ich. Ganz spannend übrigens, was er hier zur Ausrüstung sagte. Da machen wir noch ein kurzes Backstage dann hier. Ja, also es ist das machen wir dann danach. Ja, genau. Die müssen sich das mal angucken. Jetzt. Und dann werden sie spenden. So, sie hören gar nicht mehr auf zu spenden. Dann können wir noch sagen, irgendwann der arme Reitschuster sitzt da irgendwo im Park mit drei Handys. Jetzt muss ich das sagen, muss ich noch dazu sagen, ganz kurz, weil oft Leute dann sagen, sie, also ich will wirklich nicht, dass jemand, der wenig hat, hier unterstützt. Das muss man ganz klar sagen. Das ist, ich will nicht, dass irgendjemand, also das ist mir wirklich ein Anliegen, wer sich es leisten kann, freue ich mich aber nochmal ganz, ganz klar, bitte, bitte, wer da jetzt dann auf, also dass niemand auf einen Kaffee verzichtet, weil manchmal kriege ich dann Briefe, ich bin Hartz-IV-Empfänger und überlege, nein, bitte nicht, wer, also nee, auch, das ist mir wirklich gerade vorbei. Man kann auch mal auf Masken verzichten und dann hat man auch wieder Geld, denn dieser Arbeitsrechtler, mit dem ich im Krankenhaus lag, Vorsicht, das müssen wir ja auf YouTube sagen. Ach so, ja. Also, aber sehen Sie, das ist das Problem jetzt. Achtung, was wir besprochen haben in diesem längeren Interview, ist, dass eigentlich Reitschuster von YouTube hochgejubelt werden muss. Denn er, wie auch Tichy und die Achse des Guten und andere, vertreten genau das, was die neue Bundestagspräsidentin und die Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Nämlich, wir brauchen Vielfalt, Diversität und Barrierefreiheit. Das heißt, die Grenzen nieder. Es gibt nicht rechts und links, es geht, sondern die große Meinungsvielfalt. Und an dieser Vielfalt habe ich mich heute gerne beteiligt. Wir haben gesprochen, dass die Not unserer Gesellschaft darin besteht, dass sich die Elite, vor allem auch Politiker und Journalisten, in eine Parallelgesellschaft zurückgezogen haben. Und sie wissen gar nicht, zum Beispiel mit all den Corona-Maßnahmen, was sie eigentlich normalen Menschen antun. Kindern, Alten. Und deshalb. Wenn man in der 280 Quadratmeter Wohnung wohnt, da, wie man, da ist ja, es nicht das, so schwierig, wenn genau, man zu Hause ist. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ja, aber da ist man auch ein Haushalt und hat genug Platz zum Atmen. Aber das ist eben in der Plattenbauwohnung nicht. Und da, es wird dramatische Folgen haben. Und mein Grundsatzwort, was ich vor 2 Jahren schon gesagt habe, erklären wir auch ein bisschen inhaltlich, das Löschen darf nicht teurer sein als der Brand. Inzwischen ist der Brand längst gelöscht, aber wir zahlen die Folgen und das ist auf Lasten, zulasten der kommenden Generation und das stimmt mich traurig. Das ist sehr traurig, aber ich verspreche Ihnen, das Interview mit Herrn Hane ist überhaupt nicht traurig. Also in Deutschland gilt ja jemand wie der Böhmermann als Komiker und ich versichere Ihnen, also ich glaube, Sie haben den 10-fachen Humor von einem Herrn Böhmermann. Ja, Humor und Komiker ist ja auch nicht, ist nicht identisch. Also wenn Sie wirklich was haben wollen, wo man mal wieder herzhaft lachen kann in diesen Corona-Zeiten, dann schauen Sie sich das Interview an. Kleiner Klick für Sie, großer Klick für die Meinungsfreiheit, unten direkt verlinkt auf Odyssey, auf Rumble. Schauen Sie sich sein Buch an, ideales Weihnachtsgeschenk, sehr zu empfehlen. Und er erzählt jetzt gleich noch im Backstage, warum er hier einen kleinen Kulturschock hatte als ehemaliger CDF-Mann. Also nicht gleich ausschalten nach dem Intro bzw. dem Extro hier. Alles Gute, danke, ciao.